und zurück. Sie sind ein paar Leute gegangen. Falls sich also noch jemand setzen möchte in die Mitte, könnt ihr das gerne tun. Wir können noch mal ein bisschen defragmentieren. Das heißt, jeder, der einen Platz zu seiner rechten Freiheit steht, einmal bitte auf und rückt so weit bis nach rechts, bis er neben einem anderen Wesen sitzt. So finden dann auch alle einen, hoffentlich alle einen Sitzplatz. Ja, sieht gut aus. Also mein rechts, euer links, wäre besser gewesen zu sagen. Ja, schön, dass ihr alle wieder da seid. Wir wollen jetzt mit dem zweiten Vortrag starten vom Professor Dr. Joachim Herzberg, Vorsitzender vom Deutschen Forschungsinstitut für Künstliche Intelligenz hier in Osnabrück und Professor für Künstliche Intelligenz hier an der Universität Osnabrück. Wenn man jetzt seine komplette Publikationsliste runterrattern würde, wird das wahrscheinlich sehr, 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 sehr lange dauern. Unter anderem so Bücher geschrieben wie Künstliche Intelligenz, was kann sie eigentlich im Augenblick, wenn ich das so gerade im richtigen Kopf habe? Das ist so eine Veröffentlichung, so eine Zusammenfassung. Ja, ja, sowas. Genau. Genau, ja. Viel unterwegs im Bereich Agrarwesen, falls ich das jetzt so richtig in Erinnerung habe. Ja, ich glaube, es bedarf keiner großen oder vielen weiteren Worte. Einen Applaus für Professor Dr. Joachim Herzberg. Viel Spaß mit dem Vortrag. Vielen Dank. Ja, freut mich, dass so viele hier sind. Sie sehen schon an dem Titel, der ist ja ein bisschen generisch, nicht? Also ich hatte bei der Vorbereitung dieses Vortrages ein bisschen das Problem, dass ich nicht genau wusste, was genau erzählt Herr Strübing und wie weit kommt er damit. So, deshalb dachte ich, sage ich mal, okay, ich mache irgendwie weiter und das ist der Titel. Ich habe mir jetzt, also grundsätzlich habe ich diese Unterthemen vorbereitet und ich habe mich jetzt gerade eben entschlossen in der Pause, ich mache einfach mal mit Teil 2 weiter und gehe dann zu Teil 1 und dann kommen wir mal zu 3. Ich glaube, das passt besser einfach an den Vortrag, so wie wir ihn jetzt eben erlebt haben. Also, was ist KI? Da haben wir ja eben schon ein bisschen was drüber gehört in der Einleitung. Das mache ich jetzt nicht ganz genauso, sondern das nehme ich dann am Ende nochmal ein bisschen auf und würde jetzt gerne mich kurz mit der Frage beschäftigen, maschinelles Lernen mit neuronalen Netzen oder sonst wie. Also da kann man noch ein bisschen was da weiter drüber sagen. Ich mache Ihnen jetzt nicht so eine schöne animierte, programmierte Geschichte über irgendwas, neuronale Netze oder sonst was, sondern ich erzähle Ihnen einfach ein bisschen abstrakter was über maschinelles Lernen. Und wir werden, einen Ausflug mache ich noch, das gibt's dann einfach nur auf der Tonspur und ohne großen Folien noch ein bisschen im Nachgang zu dem, was wir jetzt gerade eben gehört haben. So, maschinelles Lernen. Das haben wir ja gerade eben schon gehört und das wissen Sie auch, in der Zeitung liest man zurzeit unglaublich viel darüber. Warum ist denn das eigentlich so? Also maschinelles Lernen ist ein Teilgebiet der künstlichen Intelligenz, wie Herr Strübing das ganz richtig gesagt hat. Und das gibt es schon ziemlich lange. Also die KI, hätte ich auch noch eine Folie dazu, den Begriff gibt es seit 1956. Ist ja so eingeführt worden. Und seitdem gibt es wirklich KI-Forschung, kontinuierlich, durchgehend und in steigendem Maße. Ziemlich viel Power, sowohl Intellekt als auch Geld. Also das heißt, es ist überhaupt kein neues Thema. Und maschinelles Lernen war von Anfang an dabei. So, warum ist denn das jetzt eigentlich so nach oben gespült worden in der allgemeinen Wahrnehmung? Und das kann man relativ klar sagen, warum das so ist. Es liegt einfach daran, dass wir zurzeit ganz viele Massendaten auf einmal frei verfügbar haben. Teilweise frei, teilweise proprietär. Also proprietär, das sind eben immer diese ganzen Daten, die privaten Firmen haben. Amazon, Google, Payback, hier hat es in Deutschland schon immer sehr lange Daten gesammelt, schon vor längerer Zeit angefangen. Naja, und freie Daten sind so Geodaten, die man eben kriegt. Naja, nicht in Niedersachsen, aber in Nordrhein-Westfalen, ein Stückchen weiter südlich, gibt es relativ viele freie Geodaten, die Sie bekommen können. Und viele andere, an die man einfach so dran kann. So. Das war früher einfach schlicht und ergreifend nicht so. Mag für viele von Ihnen schwer vorstellbar sein, aber na, es gab eine Zeit vor Google. Ja genau, googeln Sie mal. Also es war früher überhaupt nicht so. Gerade als man anfing, so in den 60er, 70er Jahren, da gab es kaum Computer, also gab es auch keine freien Daten. Also musste man, wenn man Lernverfahren sich überlegen wollte, die wie zum Beispiel neuronale Netze einfach eine sehr große Menge an Input-Daten brauchen, um trainiert zu werden auf irgendwas Vernünftiges,
musste man die irgendwie alle per Hand selber erzeugen. Das war einfach Mist und das waren immer so akademische Spielbeispielchen, hatte überhaupt gar keinen Sinn. Inzwischen gibt es ganz viele Massendaten. Also, das heißt, die Voraussetzung dafür, mit maschinellen Lernverfahren vernünftige Sachen zu machen, Sachen zu machen, ob sie vernünftig sind, ist ein anderer Fall, Sachen zu machen, diese Voraussetzungen sind jetzt viel besser, als sie früher waren und das hat sich jetzt eben drastisch verbessert. Zweiter Punkt, dramatische Rechenleistung für wenig Geld. Die Rechner, auf denen wir angefangen haben, also ich habe selber 1982 Diplom gemacht, 1986 promoviert. Die Rechner, die wir damals hatten, die also Top-Rechner waren in einem universitären Rechenzentrum, also in dem Fall an der Uni Bonn, das schlägt alles, was Sie heute in der Smartwatch haben. Nein, das andersrum. Das, was Sie in der Smartwatch haben, schlägt das alles. Ne? Also das ist im Vergleich zu heute die Rechenleistung von dem, womit wir so die ersten 40, 50 Jahre KI gearbeitet haben, war einfach ein Witz gegenüber das, was wir heutzutage haben. Und da meine ich jetzt nicht nur eben, was man auf dem Schreibtisch stehen hat, das ist einfach unglaublich gut. Also diese Multicore-Prozess-Rechner hier, dann noch eine ordentliche Grafikkarte da drin, auf der Sie auch noch rechnen können, das ist schon super gut. Und wenn Sie dann auch noch irgendwelche heutzutage Höchstleistungsrechner anzapfen können, indem Sie sich einfach ein bisschen Rechenzeit in Jülich kaufen oder sowas, das ist, also davon hat man vor 10 oder 20 Jahren also nicht mal geträumt. So, das heißt, wenn ich Algorithmen habe, zum Beispiel für neuronale Netze, um die zu trainieren. Wir haben gerade eben gesehen, das ist eigentlich ziemlich aufwendig, ne? Dass man da überall diese Gewichte darum rumdrehen muss, bis der Output irgendwie auf das passt, was man gerne haben möchte, wenn man überwacht trainiert. Die Rechenleistung, die man dafür braucht, oder die Algorithmen, die man braucht, um das zu machen, die sind zum Teil schon zu ganz, ganz früh erfunden worden. Also gerade dieses bekannte und hochberühmte, diese tiefen neuronalen Netze oder die gefalteten neuronalen Netze, Convolutional Neural Networks oder kurz CNN, was das ist, wo heute irgendwie alle Leute drauf fliegen, die sind in den 80er Jahren erfunden worden und dann gleich mal beiseite gelegt worden, so nach dem Motto, ja, das kann man so machen, aber es ist völlig hoffnungslos, rein rechnerisch. Also, danke, vergiss es. War irgend so ein Japaner, der hat das, hat dann einen Artikel in den 80er Jahren aufgeschrieben. Und dann ist das wirklich 25 Jahre lang in der Schublade gewesen. Die Freaks kannten es noch, dass es das mal gab. Aber es war völlig klar, es ist völlig hoffnungslos, das überhaupt machen zu wollen. Bis nun auf einmal eben die Rechenpower da ist, dass man es tatsächlich machen kann. Und siehe da, es ist genauso gut, wie man sich das irgendwie schon immer vorgestellt hatte, dass es ist. Also, das heißt, Rechnerleistung ist einfach, ist dramatisch gestiegen. Und schließlich, dritter Punkt, jetzt haben wir halt so 60 Jahre lang plus mit maschinellen Lernverfahren rumgebosselt und ganz viele erfunden, also neuronale Netze und Entscheidungsbäume und logische Lernverfahren und. Also auch, was Herr Strübing schon in der Einleitung gesagt hat. Man hat so ein paar Sachen theoretisch verstanden, auch gerade mathematisch. Neuronale Netze ist zunächst mal Mathematik. Vergessen Sie mal diese Hirnanalogie, dass da Neuronen sind. Neuronale Netze ist Rechnen mit Matrizen. Ende. Genau das ist das. So, und das ist eben mathematisch sehr gut verstanden. Und wenn man es denn heute auch noch gut implementieren kann, okay, dann ist genau die Situation dafür da, dass man es benutzen kann und das passiert. So, also das ist eigentlich der Unterschied zu früher, warum das jetzt so abgehoben hat, warum wir es jetzt machen können. Das sieht man darin, dass es zum Beispiel einige sehr gute Erfolge gibt. Es hat schon immer Erfolge von maschinellen Lernverfahren gegeben, auch von früher, eine Zeit lang hieß das nochmal Data Mining, als die Datensätze schon größer wurden. Aber das, was sich jetzt in letzter Zeit zeigt, und zwar in den letzten Jahren wirklich echt verstärkt, sind wirklich super coole Sachen. Also bildbasierte medizinische Diagnose, das ist also, wenn Sie irgendwelche bildgebenden Verfahren haben, irgendwie Röntgen oder Computertomographie oder sowas, und dann sehen Sie Bilder, die Medizinexperten natürlich interpretieren können. Klar, das ist das, was Ihr Hausarzt macht, wenn Sie irgendwie einen Ultraschall gemacht kriegen oder so, da sehen Sie selber auch erstmal nur ein bisschen durcheinander, so, oh, das ist doch die Niere, sieht man doch. Ich nicht. Aber na klar, also auf der Ebene kann das jeder Hausarzt. Und dann gibt es natürlich für die medizinische Diagnostik, wenn Sie irgendwelche Krebsgeschwüre oder sowas in komplizierten, komplexen Bildern erkennen wollen, da müssen Sie dann schon ziemlich gute Experte sein. Und mit Lernverfahren, die man eben darauf trainieren kann, in diesen wilden Gewebebildern mindestens verdächtige Stellen zu erkennen. Die Entscheidung muss ja gar nicht das System selber treffen, aber es reicht ja schon aus, wenn es also die
wenn Sie verdächtige Stellen automatisch finden können und die menschlichen Experten darauf hinweisen, guck dir doch mal das an, könnte das nicht vielleicht irgendwie ein Krebsgeschwür sein oder sowas. Das ist super gut und genau trainierte Verfahren sind in solchen Anwendungen super, super, super gut. Und zwar inzwischen dann, so hört man, ich kann es nur wiedergeben, was ich höre, besser als wirklich sehr gute oder sogar die besten Experten. So, und dann haben Sie wahrscheinlich in der Zeitung schon gelesen, 2015, 2016, AlphaGo, ja, ein trainiertes neuronales Netz, Deep Learning, also ein CNN, hat den quasi Go-Weltmeister geschlagen. Das ist hier eingeschlagen wie eine Bombe. Ich habe mir gefragt, hey, seit wann spielen hier so viele Leute Go und interessieren sich dafür? Interessant. Aber irgendwie war es cool, dass jetzt auf einmal ein neuronales Netz den Go-Meister geschlagen hat. Weil ich ja schon ein bisschen älter bin, kann ich mich noch daran erinnern, es gab Ende der 80er Jahre, gab es schon mal so einen ähnlichen Effekt. Da hatte nämlich das erste KI-System den menschlichen Schachweltmeister geschlagen. Der hieß damals Garry Kasparov, in sozusagen einem kleinen Mini-Turnier, aber also nach Turnierregeln hatte ihn echt geschlagen. So. Da war der Herr Kasparov ziemlich sauer und hat dann hinterher rumgemault, na, das war irgendwie alles gar nicht fair und so, okay. Aber auch das schlug schon so ein wie eine Bombe, okay, das kann man noch verstehen, weil Schach spielen ja hier noch ein paar mehr Leute und es ist relativ klar für uns Menschen, alle, die mal versucht haben, Schach zu spielen oder es sogar häufiger tun, wissen, ja, irgendwie intellektuell anspruchsvoll. Das Schachspielen damals war ganz ohne Lernen. Das war ein ganz einfacher Algorithmus, den macht man jetzt in der KI-Einführung, die kann man ab dem zweiten Semester hören. Und ich glaube, der Algorithmus für Schachspielen, Minimax-Algorithmus mit Alpha-Beta-Schnitten, das ist im Prinzip der Algorithmus, ist ziemlich simpel, muss man so zu sagen. Also es gibt kompliziertere Algorithmen. Das ist das, was Sie alle auf Ihren Smartphones laufen haben. Und ich behaupte mal, wahrscheinlich alle von uns werden von jedem der Schachprogramme auf allen Ihren Smartphones geschlagen. Jeder Einzelne und jede Einzelne von uns. Weil diese auf diesen total billigen Geräten, die Algorithmen, die es dafür für umsonst gibt, die schlagen uns heute in Schach. So, ohne Lernen. Und das hat die Leute damals in den 80er Jahren unheimlich aufgeregt. Warum hat es sie aufgeregt? Naja, weil das war jetzt ein generelles KI-Phänomen, das war eine unheimliche Kränkung, um es mal ganz klar so zu sagen. Zitat Sigmund Freud aus einem anderen Kontext. Das ist eine Kränkung des menschlichen Intellekts gewesen. Ich glaube, das war das mit dem Go dann letztendlich auch, zumindest im asiatischen Raum. Ist irgendwie ein komisches Gefühl, wenn so ein blöder Blechaffe den menschlichen Schachweltmeister schlägt. Weil wir dachten doch immer, das wäre irgendwie was ganz intellektuell Anspruchsvolles. Und wenn wir verstanden haben, wie Schach funktioniert, boah, dann haben wir es irgendwie gepackt. Ne? Dann haben wir verstanden, wie menschliche Intelligenz funktioniert. Und wenn das jetzt auf einmal passiert und die Leute von IBM, die das damals waren, sagen noch, ja, klar, war Aufwand, das alles zu programmieren, die Daten dahin zu kriegen und so weiter. Und wir haben in unsere Rechnerhardware damals in den 80er Jahren heftig investiert. Heutzutage, wie gesagt, auf jedem Smartphone. Es war irgendwie nicht kompliziert intellektuell, sondern dann, wenn man mal verstanden hat, wie es gehen soll und dann da richtig Power reinsteckt, dann geht es eigentlich ziemlich geradeaus. Das war sozusagen so die Geschichte, dass die, wie mal eine Maschine, die Krone der menschlichen Intelligenz geschlagen hat. Also ein seltsamer Effekt, der da eingetreten ist. So, und ich glaube, die komische Betrachtung, aus meiner Sicht komisch, von dieses Erfolges da von AlphaGo, also schlägt den menschlichen Go-Weltmeister, muss irgendwie auf so einer ähnlichen Linie liegen oder gelegen haben. Ich habe es nicht wirklich verstanden. Interessant ist auch, das hat auch keiner gefragt, wieso hat es denn eigentlich zwischen Schach und Go 20 Jahre, 30 Jahre gebraucht fast, bis man, nachdem man Schach geknackt hatte, jetzt auch Go geknackt hat? Ja, dazu kann ich noch sagen, also kurz bevor AlphaGo gewonnen hat gegen den Lee Sedol, habe ich noch in der KI-Einführung gesagt, also Schach ist einfach, Go ist zu komplex, das kriegen wir noch nicht hin. Da waren aber die Leute mit dem AlphaGo schon eigentlich schon fertig. Ich hatte es nur noch nicht gehört. Das liegt daran, dass Go jetzt kombinatorisch die Anzahl der Zugmöglichkeiten einfach noch viel, 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 viel komplexer ist als Schach.
Das mag man nicht glauben, wenn man nicht Go spielt, aber wenn man mal sowohl Schach als auch Go gespielt hat, kriegt man zumindest eine Idee davon. Also bei Schach kann man einfach sozusagen systematisch durchprobieren, na, jetzt nicht alle Züge, aber mit einer cleveren Auswahl kann man es sich leisten, systematisch durchzuprobieren, welche Züge sind möglich. Bei Go geht das nicht mehr, es ist einfach viel zu viel. Am Anfang können Sie aus 19 mal 19 Feldern einen auswählen. Okay, probieren Sie das mal systematisch durch. Das dauert eine Zeit lang. Mit den schnellsten Rechnern sogar noch denen, die wir heute haben. Und deshalb Lernverfahren. Da haben die eben den Trick gemacht zu sagen, für das AlphaGo, wir versuchen gar nicht irgendwie einen Algorithmus zu finden, der systematisch irgendwie durchprobiert und wo wir dem Algorithmus anschließend irgendwie sagen mit Heuristiken, wie das bei der Schachprogrammierung ist, was er mal besser nicht machen soll, aus irgendwelchen Gründen, weil es einfach ein blöder Zug ist. Und das sieht man schon, bevor man ihn ausprobiert. Sondern sie haben gesagt, wir trainieren einfach auf so einer Art Musterebene. Und dann haben sie dann auch den Trick gemacht, dass sie gesagt haben, wir lassen das also eine Version des Programms einfach gegen sich selber spielen, um höllenviele Beispiele von Partien hinzubekommen. Mit einer Bewertung am Ende, nämlich der hat gewonnen oder der hat gewonnen. Und auf diese Weise hat man sich automatisch dann diese Massen an Daten selber generiert, aus denen man dann mit Lernverfahren, ganz genauso, wie wir das gerade eben gehört haben, im Prinzip jedenfalls, mit Lernverfahren in der Lage war, für eine gegebene Go-Stellung einen guten nächsten Zug zu finden. So, also einfach ein bisschen anderes Vorgehen mit Lernverfahren und man konnte das nicht vor ungefähr 2015, 2016 machen, einfach weil die Rechenpower da nicht ausgereicht hat. Die Algorithmen hätte es vorher auch schon gegeben, aber die Rechenpower nicht. Übrigens AlphaGo, das damals den Weltmeister geschlagen hat, ist schon, ich glaube, ein halbes oder ein ganzes Jahr später von der Nachfolgeversion in 100 von 100 Partien geschlagen worden. Also wenn man es einmal verstanden hat, wie es funktioniert, dann einfach noch ein bisschen rein zu investieren und es immer besser werden zu lassen, ist dann super, super einfach. Und das geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, diese Dystopien da über die KI, oh, was kann alles passieren, ne? Wenn die einmal angefangen haben zu lernen, boah, die überholen uns ja sofort. Da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Das ist vielleicht genau so ein Punkt, der da den Leuten Angst macht. So, deshalb jetzt maschinelles Lernen. Leichte und andere Fälle von maschinellem Lernen. Jetzt mal wieder unabhängig von den Algorithmen. Stellen Sie sich so einen neuronalen Netzalgorithmus vor, nur mit einem viel größeren neuronalen Netz und einem etwas cleveren Algorithmus, um dann an den Gewichten da zu drehen, als wir das gerade eben gesehen haben. Dann haben Sie schon eine ganz gute Vorstellung. Relativ leichte Sachen, die man mit Lernverfahren heutzutage bearbeiten kann, ist das in der Literatur sogenannte End-to-End-Learning. Also Sie haben auf der einen Seite einen Sack Daten und auf der anderen Seite haben Sie ein gewünschtes Ergebnis, also um wieder das Katzenbeispiel zu nehmen, Sie haben eben Sie finden im Internet 85 Millionen Bildern mit Katzen und ganz viele ohne Katzen und die stecken Sie alle in viele davon stecken Sie als Trainingsdaten in Ihren Lernalgorithmus rein. Sie brauchen sowohl welche, wo Katzen drauf sind, als auch welche, wo keine Katzen drauf sind, auch nicht Katzen zu erkennen, ist wichtig, ne? Gegenbeispiele sind wichtig. So, das heißt, die stecken sie alle in ihr neuronales Netz rein, orgeln das durch, also gehen mal irgendwie ein paar Mal Kaffee trinken, dann hat er das irgendwie alle durchgeorgelt. Und dann haben sie einen Erkenner, ein System, ein trainiertes, zum Beispiel neuronales Netz, das ihnen in Bildern von irgendeiner Größe und oder Auflösung und am besten schwarz-weiß, also Grauwertbilder erkennt, da ist eine Katze, ja oder nein, und vielleicht macht sogar noch eine Bounding Box, also irgendwie so ein Rechteck um den Bereich in dem Bild, wo es die Katze meint, erkannt zu haben. Ja, das ist leicht. Das können wir und das da auf diesem Verfahren beruhen unglaublich viele jetzt heutzutage auch funktionierende Einsatzfälle von maschinellem Lernen. Und es trifft genau das zu, was wir vorhin schon gehört haben. Diese Klassifikatoren, würde man das nennen, diese Systeme, die können eben genau Katzen in Bildern erkennen. Sie können keine Hunde, keine Tiger und so weiter, wie wir das gehört haben. Also das ist ein super Fachidioten. Genauso übrigens wie AlphaGo Go spielen kann und nicht Mühle. Sie schlagen sofort AlphaGo in Mühle. Hey, Sie sollten mit AlphaGo einfach Mühle spielen. Gut, okay. So, also das ist jetzt technisch verfügbar, das wird benutzt und das ist, davon sehen wir immer mehr Beispiele.
weniger leicht. Es ist schon, ja, Lernen aus wenigen Daten. Das ist auch immer, ja, wenn Sie ein paar Millionen Datensätze haben, dann können Sie das da irgendwie in Ihr Lernsystem reinschmeißen, um es zu trainieren. Also positive und negative Beispiele zum Beispiel. Aber wenn Sie nur ganz wenige Daten haben, dann ist es schon ein bisschen komplizierter. Dann können Sie zum Beispiel nicht diese ganzen Verfahren mit neuronalen Netzen nehmen. Dann nehmen Sie besser irgendwelche Random Forests oder sowas, also einfach andere Training, andere Lernverfahren, andere Verfahren also Daten zu generalisieren. Das ist der Punkt, um den es beim Lernen eigentlich immer geht, aus einzelnen Daten, viel oder wenigen, zu generalisieren auf das Prinzip, das dahinter steht. Also zum Beispiel auf die geraden Linien von den in dem A cappella Quartett da eben. Ne? Also eine Generalisierung aus den Daten zu raten, um es mal ganz klar zu sagen, was es ist. Und das ist eben leicht, wenn Sie sehr, sehr viele Daten haben, und es ist nicht ganz so leicht, wenn Sie nur sehr wenige Daten haben. Und das ist jetzt auch schon schwieriger, und da werden auch die Verfahren etwas dünner, und da funktionieren auch die Systeme, die man heutzutage bauen möchte für Anwendungen, schon mal nicht so gut, oder man weiß, man würde es gern machen, aber man weiß noch nicht so ganz genau, wie man es tun soll. Aber es ist jetzt nicht irgendwelche schwarze Kunst, es gibt Verfahren, die explizit dafür entwickelt sind, dass sie aus weniger Daten das irgendwie clever ausquetschen, die Information, die da drin ist. Aber es ist schon ein bisschen nicht ganz so state of the art oder nicht ganz so einfach. Es ist state of the art, aber nicht ganz so einfach und verbreitet wie eben diese anderen Verfahren aus den Massendaten. Und zweiter Punkt, die Lernverfahren, die wir haben, sind in der Regel oder sind gut zu verstehen als statistische Verfahren. Ne? Also jetzt wieder mathematischer Begriff. Übrigens, ihr habt nichts gegen Formel. Ich finde, eine Formel ist eine sehr kompakte Zusammenfassung von Informationen. Aber gut, das nur nebenher. Also es sind im Wesentlichen statistische Verfahren. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie in einer großen Menge von Daten, ist dann doch wieder eine große Menge, wenn Sie da so ein paar Dinge haben, die nur ganz selten vorkommen, aber die, wenn sie vorkommen, super wichtig sind, dann haben Sie ein Problem mit statistischen Verfahren, weil Sie haben einfach nur ganz wenige Beispiele dafür, dass sowas passiert. Also nehmen wir als Beispiel ein Erdbeben in Osnabrück. So, es ist wahrscheinlich ein super seltenes Ereignis, weiß gar nicht, ob es schon mal eins gegeben hat. Also ja, hat es, okay, wahrscheinlich irgendwie Bergbau oder nein, tektonisch? Tecklenburg, ja gut, Tecklenburg ist ein Berg, ja okay, aber trotzdem, es ist ein Bergbaubeben, aber es ist ein Erdbeben, ne? So, wenn Sie also Daten über geologische Ereignisse hier in der Region haben und Sie wollen aber, dass, und wenn ein Erdbeben ist, wenn es dann mal kommt, dann ist es eben ziemlich einschneidend. Also sollte man, wenn man irgendwelche Regelmäßigkeiten über, weiß ich nicht, wie man Häuser sicher bauen sollte oder sowas, wenn man darüber was ableiten können möchte, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber ich bleibe jetzt dabei, dann muss man damit leben, dass man eben für dieses sehr, sehr, sehr relevante Ereignis, aber nur ganz, ganz, ganz wenige Beispiele hat. Das heißt also, wenn ich ein statistisches Verfahren habe, das also Regularitäten daraus lernen möchte, dass Dinge super häufig zusammen vorkommen. Also, auf solchen Pulten stehen oft Rechner, ne? Auf solchen Stühlen hier im Hörsaal sitzen oft Studierende und sowas. Das sind also einfach Regularitäten, die immer wieder vorkommen. Na gut, wenn sie nachher alle raus sind, dann ist es dann die Regularität durchbrochen. Sitzen nicht immer auf allen Stühlen eines Hörsaals Studierende. Ja, ist okay, aber oft. So. Das heißt, das sind einfach Korrelationen, Dinge passieren miteinander sehr, sehr häufig. Aber wenn das eben nicht der Fall ist, sondern wenn Sie einmal dieses singuläre Erdbeben gehabt haben und Sie wollen es trotzdem in Ihren Daten irgendwie spiegeln, dann haben Sie ein Problem, wenn Sie statistische Verfahren nehmen. Also seltene, aber relevante Ausnahmen aus Daten zu lernen, ist schwierig. Ja, da muss man sozusagen diese seltenen Ausnahmen irgendwie künstlich, mathematisch so ein bisschen wichtiger oder häufiger machen, dann kann man es trotzdem lernen, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach wie die Katzenbilder. So, und richtig schwer ist, aus Einzelbeispielen lernen zum Beispiel. Also clevere Kinder verbrennen sich ja einmal die Hand auf der Herdplatte. Es soll auch andere geben. Ne? Warum lernen die eigentlich aus einmal? Ist interessant, ne? Gut, vielleicht weil irgendein freundlicher Erwachsener ihnen da sagt, ja, das lag jetzt daran, dass du die Hand auf der Herdplatte hattest und nicht daran, dass die Uhr gerade 8 geschlagen hat, was vielleicht gleichzeitig war. Aber wieso soll ich das wissen? Ne? Also ist da eigentlich a priori aus den Daten? Könnte ja beides sein. Es tut weh, wenn die Uhr 8 schlägt. Müsste ich mal auf morgen warten, wenn sie wieder 8 schlägt. Aus Einzelbeispielen zu lernen, erfordert irgendwie ein Verständnis, Anführungsstrichen, dessen, was Sie da erlebt haben, in irgendeiner Weise, wie auch immer man das dann automatisch repräsentieren sollte. Also das ist richtig schwierig.
Da können Sie nicht einfach nur statistisch aus Daten lernen, sondern da müssen Sie mehr Wissen, sage ich jetzt mal, irgendwie da reinstecken, damit Sie das machen können. Integrieren von Vorwissen. Es ist eine, gerade hier auch bei den einfachen Verfahren hier, diese relativ leichten da, ne, End-to-End-Learning. Wenn man das Leuten aus der Industrie sagt, da gibt es unglaublich viele Wünsche, dass man Lernverfahren einsetzen möchte, um ja eben mit großen Datensätzen klarzukommen. Und dann sagt man ihnen aber, ja, wenn sie aber schon gewisse Dinge wissen, das können sie da ihrem Lernverfahren nicht so gut sagen, also zum Beispiel ihrem neuronalen Netz. Wie hätte ich dem neuronalen Netz gerade eben sagen sollen, du sollst bitte gerade Linien lernen und die senkrechte Linie von ihnen links, die kenne ich schon. Die sieht nämlich so aus. Die brauchst du nicht mehr zu lernen, die kann ich schon. Was hätte man machen müssen? Man hätte irgendwie einen Blitz von Einsicht haben müssen, wie man für diese Informationen, um die in dieses neuronale Netz reinzubringen, jetzt da irgendwie die ganzen vielen Knöpfchen drehen muss, um zu sagen, okay, das erkennt er schon, das kann ich von vornherein so setzen, so wie es hier gezeigt war, war es ja zufällig gesetzt, die ganzen Regler, die wir da gesehen haben, und so funktioniert es auch tatsächlich. Aber wenn ich schon was vorher weiß, das kann ich da nicht reinstecken. Also zum Beispiel wurde ja in der Einführung gesagt, wir machen sehr viel so Agraranwendungen, nicht? Also wenn ein Landwirt irgendwie auf seinem Hof aus den ganzen massenhaften Prozessdaten, die er hat von seiner Feldbearbeitung oder so, wenn er da irgendwie versuchen möchte, durch Lernverfahren Regularitäten rauszufinden, und dann sage ich ihm, ja, das ist doch, okay, kannst du machen. Gib mal her deine Daten und so weiter, und dann komme ich anschließend irgendwie 2 Tage später zu ihm zurück und sage, hey, ich habe gesehen, wenn du an dieser Stelle die richtige Menge Dünger gibst, dann wächst das besser. Okay, das wusste er schon. Das weiß man seit 8000 Jahren und länger. Ja gut, und dieses Vorwissen können wir aber nicht reinstecken. Also so nach dem Motto, lern mal Zusammenhänge zwischen was, wie ich was wie behandle, unter welchen Wetterbedingungen, welchen Bodenbedingungen und den Weizenpreisen an der Börse Chicago oder so, keine Ahnung, was man alles für Parameter mit reinnehmen möchte. Und aber ich weiß schon, wenn du an der richtigen Stelle den richtigen mangelnden Stoff in der richtigen Dosierung gibst, dann wird das der Pflanze helfen, Standard Agrarwissenschaft, dann kann ich das da nicht reinstecken. Sondern ich muss hoffen, warten, wie auch immer, dass mein Lernverfahren auch das lernt. Und diese, das ist, sage ich jetzt mal, pragmatisch für den Einsatz von solchen Lernverfahren ein ziemlicher Killer, wenn Sie also irgendeinem hochdekorierten, bezahlten Manager sagen wollen, ja, ich mache Ihnen mal hier diese Lernanwendung, aber Sie können nicht das, was Sie schon wissen, von dem, was Sie rauskriegen wollen, das können Sie da nicht reintun. Dann schickt er Sie gleich wieder weg. Also da ist ein Problem. Diese Grafik hier verstehen Sie nicht, die kommt nämlich aus dem ersten Teil, den ich jetzt erstmal übersprungen habe. So, genau. Das mal noch als Ergänzung zum Thema Lernen. Und nun kommen wir zu der Frage, was sagt uns das jetzt eigentlich über das Gebiet KI? Also, ich springe jetzt zurück. Wenn Sie nicht noch eine konkrete Frage zu Lernverfahren und dem Ganzen drumherum haben, die Sie mir jetzt stellen wollen, dann würde ich jetzt sagen, jetzt nochmal aus diesem, sagen wir mal, Lernverfahren als ein Teilgebiet der KI genommen, das sozusagen als ein Teil fürs Ganze steht, ne? Und jetzt schauen wir uns mal an, was ist denn das sonst noch? Und können wir vielleicht die Sachen, die ich jetzt gerade über Lernverfahren gesagt habe, können wir da vielleicht auch generell über die KI was drüber lernen? Also erstmal, künstliche Intelligenz ist eben nicht nur Lernverfahren. Also wenn Sie KI so richtig studieren wollen, dann sollten Sie sich letztendlich irgendwann mal mit diesem Buch beschäftigen, von den Herren Russell und Norvig, Artificial Intelligence. Ich habe einfach mal das Inhaltsverzeichnis daraus kopiert. Das müssen wir jetzt nicht komplett durchgehen. Also da sehen Sie hier, Lernen ist ein wichtiger Teil, 4 Kapitel von insgesamt 27 oder sowas. Aber es gibt eben auch sowas wie Problemlösen, also automatische Verfahren zum Problemlösen. Hier kommen übrigens auch die Schachprogrammierung drin vor. Dann ist sowas wie Wissensrepräsentation und Handlungsplanung, Logik in verschiedenen Varianten, also klassische Logik erster Ordnung, ist so so der Standard. Es gibt aber auch ganz andere Logiken. Handlungsplanung, also wenn ich einem Roboter sagen möchte, Roboter, hol mir mal ein Bier, und er soll das jetzt machen, wenn ich jetzt hier meinen Roboter neben mir stehen hätte, dann müsste er sich eben überlegen,
ja, was mache ich, wie mache ich das denn? Also ich bin jetzt hier, wo bin ich eigentlich überhaupt? Ach ja, muss mich erstmal lokalisieren. Wo finde ich denn hier jetzt ein Bier? Und dann renne ich mal raus und sage, hey, draußen ist ja wahrscheinlich eins. Cool, das ging schnell. Und dann fahre ich wieder zurück. Aber das heißt, um loszufahren in die richtige Richtung und was zu machen, muss ich irgendwie eine Art Plan haben. Also mindestens eine strukturierte, sortierte Reihenfolge von Dingen, die ich machen möchte oder mindestens womit ich anfangen möchte, um dann eben zu sehen, wie ich dann weiterkomme. Ne? Also Planung ist so ein Teil der Wissensverarbeitung. Unsicherheit von Wissen und von dem Schlussfolgern, dass man machen kann oder muss auf dem unsicheren Wissen, ist ein super wichtiges Thema. Also wieder der Roboter mit dem Bier holen. Ne? Wenn er hier ist und fährt da durch die Tür, dann weiß er nicht, was er da sieht. Das wissen wir übrigens auch nicht. Es stört uns überhaupt nicht, weil warum sollten wir es wissen? Ich muss ja nicht wissen, was ich sehe, wenn ich da draußen aus der Tür gehe. Ich gucke jetzt hier durch. Ja, ich habe einen Vorteil. Ich gucke da jetzt durch. Also ich sehe zumindest einen Ausschnitt. Und was links und rechts davon ist, das sehe ich natürlich nicht. Und trotzdem würde ich mich trauen, durch diese Tür zu gehen. Und das machen wir alle immer, obwohl wir eigentlich unsicher sind im Allgemeinen, was uns erwartet. Und diese Art von Unsicherheit können wir so mühelos und leicht verarbeiten, dass uns überhaupt gar nicht auffällt, dass da ein Problem sein könnte. Aber es fällt Ihnen auf, wenn Sie dann mal probieren, einen Roboter zu steuern und feststellen, hey, Moment, der weiß ja ganz viele Sachen überhaupt gar nicht, die ich ihm nicht irgendwie sage oder die er nicht in Daten findet oder die er nicht gelernt hat aus Erfahrung oder sowas. Das heißt, die Tatsache, dass unsere Informationen oder unser Wissen über unsere Umgebung, in der wir clever handeln sollen, dass die unsicher ist, das ist etwas, womit wir super souverän umgehen, und zwar so souverän, dass wir uns nicht mal des Problems bewusst sind. Das ist ein Muster bezüglich der Bewertung von KI übrigens, dass wir aber trotzdem muss es passieren. So, da ein großer, wichtiger Teil, wichtiges Teilgebiet der KI im Umgang mit Unsicherheit, da kommen so wahrscheinlichkeitsbasierte Geschichten, spielen da eine Rolle und solche Sachen. Also alles, sag ich mal, nicht komplizierte Mathematik, aber ein bisschen Mathematik. Aber eigentlich nichts Schwieriges. So, jetzt hatte ich Ihnen vorhin schon gesagt, KI ist ein altes Thema. Das ist, der Begriff ist entstanden oder erfunden worden im Jahr 1956 bei einem im Antrag für eine Sommerschule, die mal ein paar Leute, denen mal ein paar Leute geschrieben haben, die stehen da unten drunter, die vier Herren dort. Die haben eben vorgeschlagen, dass man mal 2 Monate 10 Leute, 1956 sagte man 10-Man-Study, okay, na gut, zu dem Thema Künstliche Intelligenz machen sollte. Da ist dieser Begriff eben das erste Mal in dieser Weise, in dieser Interpretation aufgetaucht. Und sie sagten, man möchte eben, also sie gehen mal davon aus, dass man jeden Aspekt des Lernens, also das Thema kam schon damals sofort vor, und jeder andere Aspekt von Intelligenz oder Intelligence, was nicht genau dasselbe ist wie Intelligenz im Deutschen, im Amerikanischen die Intelligence, aber das ist mal beiseite. Also jeden solchen Aspekt kann man so genau beschreiben, dass eine Maschine das simulieren könnte, also sich, sagen wir mal, simulieren könnte, sich so ähnlich verhalten könnte. Ich komm da gleich nachher nochmal drauf, beim Thema starke und schwache KI. Und dann dachten sie, okay, wir könnten dazu kommen, dass Maschinen, also Computer, Sprache benutzen, also natürliche Sprache, Englisch zum Beispiel oder Deutsch, dass sie Abstraktionen machen könnten von Konzepten, also von Tisch und Stuhl zu Möbel abstrahieren oder sowas in der Richtung, und dass man allerlei Probleme lösen könnte, die damals, 56, nur Menschen konnten, und sich dabei auch noch verbessern. Das Standardproblem, das damals nur Menschen lösen konnten, war immer Schachspielen. Schachspielen war wirklich sozusagen der heilige Gral der KI-Forschung, bis man es dann geknackt hat. Und es war wirklich gerade im Jahr 1956 und auch noch später in den 60er und 70er Jahren war es ganz klar, wenn wir verstanden haben, wie Schachprogrammierung funktioniert, dann haben wir KI gelöst. Punkt. Dann haben wir es verstanden. Stellt sich heraus, nein, war nicht so. Ach so, und dann kommt mein Lieblingszitat aus der KI-Literatur. We think that a significant advance can be made in these problems if a carefully selected group of scientists worked on it together for a summer. So, und meine Zusammenfassung davon ist, die Geschichte der künstlichen Intelligenz ist eine Geschichte der Unterschätzung des Problems. Es fing hier an und es geht bis heute weiter. Wenn ich also vor 1,5 Jahren auf einer Tagung
im Süden von Deutschland von Vertretern einer relativ großen deutschen Automobilindustriefirma gehört habe. Ja, autonomes Fahren haben wir in 2 Jahren. Dann ist das genau dasselbe. If we let a couple of people work on it together for a summer, naja, oder für 2 Jahre, dann, ach komm, autonomes Fahren. Ich meine, das kann jeder Blödmann, jeder 16-Jährige kann heutzutage Auto fahren. Kann nicht so schwer sein, ja? Stellen Sie sich mal nicht so an, Herr Ingenieur. So, das ist die Haltung, die bis heute da ist. Und das führt dazu, dass Leute, auch wichtige, einflussreiche Leute, Entscheiderinnen und Entscheider, weil sie das Thema unglaublich unterschätzen, einfach völlig blödsinnige Prognosen machen. Und gerade Automobilindustrie ist in meiner Sicht ein Beispiel insofern, als ich glaube, dass die deutsche Automobilindustrie eine nicht gute Strategie gefahren ist, dadurch, dass sie alle parallel nebeneinander oder gegeneinander versuchen, das autonome Fahren hinzubekommen. Das wäre so ein klassisches Thema gewesen, wo man eigentlich hätte sagen müssen, Leute, ihr könnt es alle nicht, übrigens auch USA kann es nicht, auch Google kann es nicht, auch Tesla kann es nicht, also keiner kann es, weil wir haben alle nicht verstanden, wie KI funktioniert. Jetzt, dann lasst uns doch einfach mal zusammentun. So, und dann können wir anschließend, wenn wir alle verstanden haben, wie autonomes Fahren funktioniert, dann können wir wieder konkurrieren und der eine baut bessere Autos als der andere oder auch nicht. Oder überlegt sich irgendein Mobilitätskonzept oder was weiß ich nicht, was man dann anschließend machen möchte. Aber jedenfalls zu sagen, hier versuchen gerade auch in Deutschland verschiedene Firmen parallel das autonome Fahren zu lösen, das vollständig autonome Fahren. Das heißt, sie versuchen, das Problem KI zu lösen, um es mal ganz klar zu sagen. Genau darauf läuft es hinaus, wenn man autonom fahren will, über den Neumarkt bei schlechtem Wetter. Genau, wer weiß, wie der Neumarkt aussieht? Hey, Unsicherheit. Ne? Genau. So, also das würde darauf hinauslaufen, dass man das Problem lösen muss, wie funktioniert künstliche Intelligenz, ne? Und das machen die alle parallel. Hallo? Das kann nicht funktionieren. So, das sage ich schon seit vielen Jahren. Bislang habe ich recht behalten. Ich fände es ja eigentlich schade, dass es so ist, aber ich fürchte, ich behalte noch länger recht. Gut, also diese unglaubliche dramatische Unterschätzung des Problems, das ist etwas, was man sich einfach, was man im Kopf haben muss. So, jetzt suche ich mir aus meinen Folien noch ein paar Sachen aus, die ich Ihnen noch zeigen, über die ich noch sprechen möchte. KI-Erträge im Alltag hätte ich eine Folie. Also es ist ja nicht so, dass es KI noch gar nicht gibt. Ne? Viele Sachen, und zwar nicht nur die Recommender-Systeme, diese schwachsinnigen Dinger da von Amazon, sondern auch andere Navigationssysteme und so weiter. Also auf viele Sachen, viele Techniken, die wir heutzutage einfach so ganz selbstverständlich benutzen, beruhen tatsächlich auf Erträgen aus der KI-Forschung, aus dieser relativ langen Vergangenheit schon, also der letzten 63 Jahre oder was. Also es ist überhaupt nicht so, dass KI was Neues ist, sondern wir benutzen das Zeug schon alle naslang und sind uns dessen nicht bewusst. Was übrigens gut ist, weil ich finde es immer völlig albern, wenn Leute irgendwo drauf schauen, hey, wow, hier ist KI drin. Hey, Moment, also entweder das funktioniert oder dann möchte ich nicht wissen, warum, oder es funktioniert nicht, dann möchte ich auch nicht wissen, warum. Also wenn ich ein Produkt kaufe, dann soll es einfach gut sein. Und ob das jetzt mit KI ist oder mit Packpapier und Schusterleim, ist mir doch völlig egal. Als Nutzer. Und na gut, also deshalb ist es gut, dass man es nicht sieht, aber ich sage Ihnen einfach nur, KI ist hat in den letzten 60 Jahren, sage ich mal, wenn Sie es jetzt mal so betriebswirtschaftlich betrachten, hat ihr Geld wieder eingespielt. Kann man ganz klar sagen, gehe ich jetzt nicht darauf ein aus Zeitgründen. Ich möchte was anderes noch machen. Ich möchte Sie nämlich darauf hinweisen, künstliche Intelligenz und biologische Intelligenz nicht das Gleiche. Vielleicht sollte ich da vorher, ich blende das nochmal wieder weg, das geht sogar. Vielleicht sollte ich nochmal vorher sagen, diese neuronalen Netze, ne, die wir da gerade eben gesehen haben, die Neuronen, nach denen die ihren Namen haben, was ja natürlich genau diese Knoten da sind, die dann mit diesen Kanten mit anderen Neuronen verbunden sind, also mit vielen davon, und da fließen dann so Signale drüber mit unterschiedlichen Signalstärken, und die Neuronen, die addieren irgendwie auf, was reinkommt, genau wie wir das schön gesehen haben, und schicken dann irgendein Signal wieder raus, wenn sie über irgendeinem Schwellwert sind. Also genau das passiert da in den neuronalen Netzen, was wir gerade gesehen haben. Nur nicht mit dem Neurosprech, sondern mit einem Reglersprech, sage ich jetzt mal, und so weiter. Fand ich schön. Diese neuronalen Netze und das Neuronenmodell, das dahinter liegt, das führt ja bei manchen Leuten dazu, dass sie sagen, das Gehirn hat Neuronen, ich benutze ein neuronales Netz, also mache ich doch dasselbe wie das Gehirn.
ist eine etwas schlichte Analogie und in der Tat ist sie auch nicht wirklich sehr richtig. Weil das Neuronenmodell, also die Art und Weise, wie die Mathematik in Anführungsstrichen der Neuronen, was die tun, modelliert ist, das ist das Neuronenmodell der 1940er Jahre. 1940er Jahre, vorm Krieg, im Krieg. Also ist schon was her, ja? Wir wissen inzwischen über die biologischen Neuronen unendlich viel mehr. Wir wissen immer noch unendlich wenig, aber wir wissen unendlich viel mehr als das Neuronenmodell der 1940er Jahre. Die Hebbsche Lernregel nach David Hebb, also genau aus der Zeit, dass man neuronale Netze trainiert, indem man an den Kantengewichten dreht, das ist genau das. Das kommt aus den 1940er Jahren. Inzwischen wissen wir deutlich mehr, wie Neuronen in einem Gehirn funktionieren. Nicht nur der Stand, also der Wert eines Neurons ist interessant und die schalten nicht alle immer nur schön getaktet, so wie das nämlich hier ist im Grunde genommen. Und also ganz viele einschränkende Annahmen, die damals gemacht worden sind, die in den 40er Jahren super cool waren, aber inzwischen, wie gesagt, nicht mehr so ganz richtig. Das ist aber das, worauf heutzutage diese total abgefahrenen neuronalen Netzalgorithmen fürs maschinelle Lernen beruhen. Das sagt nichts gegen diese Algorithmen übrigens. Die Algorithmen sind cool. Damit können Sie eben Krebs erkennen zum Beispiel. Das ist, mehr kann man eigentlich nicht wollen. Es sagt was dagegen, dass man meint, man würde damit irgendetwas Biologieartiges machen. Es ist einfach wirklich, ich habe es vorhin schon gesagt, ne, rechne mit neuronalen Netzen, so wie das heutzutage weit überwiegend betrachtet wird, ist Matrix-Operationen. Punkt. So, also diese biologische Analogie stimmt hier wirklich überhaupt nicht. Und zwar, man weiß es. Jeder, der ein bisschen sich mit Neurobiologie beschäftigt hat, weiß, dass es nicht stimmt. Trotzdem werden die Dinger neuronale Netzwerke genannt, wobei ich ja immer finde, dass Netzwerk im Deutschen ein Begriff für eine Fabrik für Fischereibedarf ist. Also deshalb nenne ich die neuronale Netze. Gut, egal. So, und jetzt aber nochmal mehr Unterschiede zwischen künstlicher und biologischer Intelligenz. Was uns Menschen, was der künstlichen Intelligenz leicht fällt, sind eben solche kombinatorisch komplexe Probleme. Ich wühle mich durch die Möglichkeiten der Schachzüge und der Gegnerzüge auf meinen Zug und meine Erwiderung meines Gegnerzuges und seiner Erwiderung auf meine Erwiderung auf seine, so. Also das heißt, ich plane mal so einen Suchbaum der Möglichkeiten von verschiedenen Zugkombinationen im Schach oder Dame oder was immer Sie machen wollen. Das gucke ich mir mal an, plane das mal durch. Oder wenn den super einfache, es gibt ja Menschen, die lösen Sudokus. Ich mache das manchmal zum Einschlafen. Das ist ein kombinatorisches Problem. Nicht besonders komplex, so einfach, dass man es noch irgendwie relativ leicht machen kann, je nach Schwierigkeitsgrad. Aber okay, man muss einfach irgendwie ein bisschen denken und manchmal muss man anders machen. Also versuche ich mal, dass da das eine 5 ist und dann was passiert denn dann? Das fällt uns schwer, aber das ist für Rechner natürlich super leicht. Ein Sudoku dauert ungefähr so lang, und zwar mit einem schlechten Rechner. Und zwar die schweren Sudokus. Also das ist für Rechner leicht. Wissensintensive Probleme, also wo sie mit ganz viel Vorwissen umgehen müssen, das aufeinander beziehen, wo sie zum Beispiel, wenn man Wissen auf so eine logische Art und Weise interpretiert, wo sie zum Beispiel die Schaltlogik eines Chips oder Prozessors hier in so einem Computer mathematisch präzise beweisen sollen, dass der richtig aufgebaut ist, was für Menschen völlig unmöglich wäre. Überhaupt kein Problem. Sie haben wahrscheinlich auch gehört, dieses Watson-System da, ne, was also da seinerzeit die zwei erfolgreichsten Spieler von Jeopardy in den USA geschlagen haben. Also Jeopardy wird dann übersetzt als, ja, wer wird Millionär? Ah, Jeopardy ist ja viel cooler als wer wird Millionär, aber gut. Und viel, viel cleverer übrigens auch, viel intelligenter. Gut, das hat eben schon vor Jahren ein Programm oder ein Computer von IBM geschlagen, der Watson, weil er eben in der Lage ist, trotz dieser etwas verschrobenen Fragen, die da immer gestellt werden beim Jeopardy, trotzdem eben aufgrund seines Zugangs zu unglaublich viel Wissen, Wikipedia, eben einfach diese Fragen richtig zu beantworten. So. Statistisches Schließen, da sind Menschen ganz, ganz, ganz furchtbar schlecht drin. Computer sind da sehr, sehr gut drin. Ne? Also wirklich rechnen mit Wahrscheinlichkeiten. Und zwar lange, lange Ketten, um dann die plausibelste oder wahrscheinlichste Entwicklung rauszufinden. Wettervorhersage ist genau sowas. Gut, ist immer noch nicht perfekt, aber schon viel besser, als sie mal vor 20 Jahren war. Also
Das heißt, das sind lauter so Sachen, die fällt der künstlichen Intelligenz leicht oder sogar auch der normalen numerischen Mathematik. Schwer ist sowas, integrale Wahrnehmung. Also sie kommen in einen Raum als Menschen und irgendwie ist klar, was das ist. Vielleicht erkennen sie sogar da hinten irgendwie jemanden in der Ecke, den sie schon kennen. Na gut, das können wir jetzt wieder mit Gesichtserkennung machen. Das fällt ja auch der KI leicht. Aber also so ein Verständnis, und zwar intuitiv sehr schnell, zu entwickeln von einer Sache oder einem Prozess, den ich sehe, das können wir noch nicht. Deshalb können wir noch nicht autonome PKWs steuern. Ich biege um die Ecke und weiß sofort, was ist hier der Fall. Ich weiß, wo ich bin, okay, Lokalisierung ist kein Problem oder Navigation, aber was sehe ich? Was spielt sich da gerade ab? Worauf muss ich reagieren? Worauf muss ich achten? Lauter solche Sachen, die uns Menschen wiederum sehr, sehr leicht fallen, können die machen, und zwar fallen sie uns so leicht, dass wir nicht mal merken, dass wir sie tun, unterbewusst, die können wir hier noch nicht vernünftig zurzeit in der künstlichen Intelligenz. So, in der biologischen Intelligenz ist genau andersrum. Ne? Wir haben es schon, ich habe es eben schon immer die ganze Zeit gesagt. Was wir finden leicht, was die KI schwer findet oder was ihr zurzeit noch schwer fällt und genau andersrum. So, und deshalb kommen eben diese komischen utopischen oder dystopischen Ideen über die KI zustande. Das scheinen mir immer Leute zu sein, jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, die sind nicht alle so doof, aber ich sage jetzt trotzdem mal so. Hey, Moment mal, wenn doch ein Computer den Schachweltmeister schlägt und den Go-Weltmeister, wenn er sogar das kann, was ja per Definition keiner von uns kann, sonst wäre er nicht Weltmeister, okay. Also, wenn die sogar das können, dann können die doch bitte erst recht Auto fahren. Und die Antwort lautet nein. Nein, können sie nicht. Weil das, was uns total schwerfällt, nämlich den Schachweltmeister zu schlagen, und wenn wir es getan haben, sind wir selber der, fällt der KI oder der Informatik oder wie immer sie es nennen wollen, super leicht, weil es einfach eine andere Art von Umgang mit Dingen ist. Künstliche Intelligenz, so wie wir das hier betreiben, tut nicht das, was manche Menschen immer glauben, was wir tun würden in der künstlichen Intelligenz, nämlich den Menschen nachmachen. Nein, wir machen nicht den Menschen nach. Das wäre die Hypothese der starken künstlichen Intelligenz. Starke künstliche Intelligenz sagt, man versucht wirklich tatsächlich in ganz vielen Aspekten, inklusive Emotionen und was Menschen sonst noch alles haben, den Menschen nachzumachen, nachzubauen gewissermaßen, um auf diese Weise intelligentes Verhalten hinzubekommen. Das vertreten meiner Erfahrung nach nur sehr, sehr wenige Kolleginnen und Kollegen in dem Gebiet, also die zumindest auf dieselben Tagungen fahren wie ich. Das ist einfach ein sehr extremer Standpunkt, so nach dem Motto, wir können Menschen nachbauen. Das ist eigentlich so das, worauf es hinausläuft. Ich halte das nicht für sinnvoll, das machen zu wollen, mal nebenher. Aber jedenfalls womit wir in der KI Erfolge gehabt haben in den letzten 60 Jahren, das hat alles darauf beruht, dass wir es genau nicht so machen. Und der Unterschied zwischen künstlicher und biologischer Intelligenz zeigt das genau. Er beruht darauf oder er zeigt es, beides. Hat damit eng zu tun. Wir versuchen eben nicht, Menschen nachzubauen. Schachprogramme denken nicht so über Schach nach wie ein Schachgroßmeister, sondern Schachprogramme behandeln das Problem als ein kombinatorisch komplexes Problem und probieren einfach viele Züge durch. Und weil sie so super schnellen Prozessor haben und ein paar Tricks haben für Züge, die sie sich nicht angucken müssen, sind sie so viel besser als Menschen. Punkt. Ende. Oder wenn wir Roboter bauen, wir versuchen eben nicht menschenartige Roboter, oder ich zumindest, nicht menschenartige Roboter zu bauen, die auf zwei Füßen balancieren, was super schwer ist übrigens für ein technisches System. Also, dass ich hier stehe und nebenher noch reden kann, ist unglaublich. Also kognitiv. Balance zu halten ist super schwierig. Oder haben Sie vielleicht irgendwie ein paar Handballspiele gesehen in letzter Zeit im Fernsehen? Boah, also nee, da kommen wir in 100 Jahren nicht hin, solche Roboter zu bauen, die so, ich habe früher irgendwie selber mal Handball gespielt. Gut, also das ist was völlig anderes, was wir da machen. Übrigens auch von der Sensorik. Auf Robotern benutzen wir, oder ich persönlich am liebsten, Laserscanner. Ja, ich weiß, Menschen benutzen keine Laserscanner. Genau, ich brauche keine Menschen. Ich brauche Roboter, die irgendwelche Probleme lösen sollen. Ja? So, also das heißt, das ist an dieser Stelle ein wichtiger Punkt. Jetzt käme oft die Frage von besorgten Eltern, oder Großeltern vielleicht sogar eher, was soll ich denn, dass mein Enkel, sollte ihm denn noch sagen, die ganzen Arbeitsplätze werden noch weggenommen von den ganzen KI-Systemen und so weiter. Und dann sage ich denen inzwischen immer, Text lasse ich jetzt mal weg, sage ich denen inzwischen immer, ach, wissen Sie was? Nee.
Ja, vielleicht, wenn Sie irgendwie ein Versicherungs- oder Bankmensch sind und einfach nur den ganzen Tag mit Zahlen arbeiten. Da, okay, das könnte sein, dass das schwierig wird. Aber wenn Sie sicher sein wollen, dass der Job noch für die nächsten 20, 30, 40 Jahre hilft, Klempner und Bestatter. Also, na gut, das ist jetzt natürlich ein bisschen lustig, nicht? Aber der Punkt ist, wo ich, also sowohl sensorisch als auch von der Effektorik, also stellen Sie mal eine Wand auf und gucken Sie mal, wie das Wasserrohr darunter aussieht, wo da irgendwie der nasse Fleck drumherum ist. Das ist richtig, richtig, also sowohl sensorisch als auch effektorisch richtig anspruchsvoll. Und sowas können wir definitiv noch nicht. Und das wird auch in den nächsten zig Jahren sich nicht ändern. Bestatter natürlich dieser Punkt mit der emotionalen, sozialen Intelligenz, die wir haben. Ich glaube, viele, viele, viele Jobs wollen wir als Gesellschaft nicht von automatischen Systemen übernommen bekommen. Und das wäre vielleicht einer von denen. So, jetzt mal, ich komme mal ganz rasch zum Ende. Wenn ich so Vorträge halte, was in letzter Zeit gelegentlich mal passiert, weil KI halt irgendwie in den Medien ist, dann kommt irgendwann immer eine Diskussion, ja, und sagen Sie doch mal, wo steht denn die KI in, und dann kommt irgendeine große Zahl, so und so viele Jahren, also irgendwie 20 bis 100. Ich habe einen Mittelwert genommen, 50 Jahre. So, am Anfang habe ich dann immer dazu gesagt, ach, wissen Sie, wenn ich der Meinung wäre, dass ich sowas wüsste, dann wäre ich ja nicht Wissenschaftler, sondern Unternehmer geworden und wäre inzwischen so reich, dass ich keine Vorträge mehr halten würde. Weil ich glaube nämlich, dass die Voraussicht, so wie bei Apple oder sowas, was oder auch beim Bill Gates, was wahrscheinlich an Produkten in den nächsten 10 oder 20 Jahren interessant sein wird. Das ist so die Quelle des Reichtums für künftige Unternehmer. Und das habe ich nicht. Ich kann das nicht voraussehen. So, und irgendwann später habe ich mir gesagt, das ist eine doofe Antwort, die klingt auch immer so schnippisch. Und dann habe ich mal ein Gedankenexperiment gemacht und frage das immer. Konnte man aus dem Stand der Informatik 1965 ihren Einfluss auf die Gesellschaft in den 2010ern vorhersagen? Also 2010er jetzt, sagen wir mal, also 50 Jahre von 1965, was hätte man da gesagt, wenn man gefragt worden wäre, hey, sag doch mal die, wie heißt das, Informatik, der Begriff war noch nicht erfunden damals übrigens, also wie die Computerei 2015. Hätte man das vorhersagen können, was wir 2015, wir wissen es jetzt, was 2015 so gewesen ist oder jetzt, ne? So, möglicherweise ist jetzt nicht allen von Ihnen der Stand der Informatik im Jahr 1965 präsent. Ja, also ich sage Ihnen mal ein paar Sachen. Da gab es einen ganz wichtigen Großrechner, den IBM System 360, der kam damals auf den Markt. Das war der Knaller. Das war so ein Riesenschrank, der füllt hier so einen Raum und hat eine Rechenleistung gehabt, ja, wieder wahrscheinlich unter einer heutigen Smartwatch, aber war ein super, super wichtiges Gerät, der kommerzielle Erfolg von IBM über ganz viele Jahre, inklusive seiner Nachfolgesysteme, also ganz klassische Großrechner gab es da. Keine kleinen Rechner, weil nämlich, dritter Punkt, Mikroprozessoren gab es noch gar nicht. Die waren 1965 noch nicht erfunden. IBM 360 hat mit Karten, mit so Schaltelementen, Transistoren und Widerständen, die konnten Sie da noch richtig sehen. Die haben keine integrierten Schaltkreise genommen, sondern haben echt noch so kleine Kärtchen gebaut und da so die Rechner zusammengesteckt. War cool, das war noch zum Anfassen. Das ARPANET wurde damals gerade entwickelt. Das ARPANET sagt Ihnen vielleicht was oder auch nicht. Also das ist ja so historisch gesehen zumindest einer der Vorläufer, kann man jedenfalls argumentieren, für das jetzige Internet. Also für das Strippenziehen des Internets. Also das Internet beruht übrigens auf Strippen oder Funkverbindungen. Das ist sowas ähnliches wie Strippen. Gut. Und auf Protokollen, wie jetzt irgendwie das berühmte HTML oder sowas, dass sie da irgendwie eine Verbindung hinbekommen zwischen zwei Knoten. So, solche Sachen wurden damals gerade entwickelt. Fing man gerade an. Datenbanken gab es noch nicht. Datenbanken, der Begriff wurde entwickelt. Also eine Datenbank. Was hat man gemacht, wenn man mehrere Daten hatte? Man hat sie alle in einen File geschrieben. Okay, dann konnte man sie auch wieder auslesen. War ja gut. Also, dass man das vielleicht auch mal strukturieren konnte, die Idee kam damals gerade auf. So, also ganz rudimentär. Und jetzt die Frage, konnte man damals vorhersagen, so Dinge wie GPS, Internet, Mobiltelefonie, Wikipedia, mein Lieblingsbeispiel. Wie kommt es dazu, dass ein Haufen intelligente Menschen, Millionen auf der weiten Welt,
in ihrer Freizeit super gute Texte schreiben, sie gegenseitig redigieren und das frei zur Verfügung stellen für alle. Hallo? Da hätte man gesagt, 1965, da geht's noch? Die sind doch nicht bescheuert, die würden doch sowas nicht machen. Ja, doch, machen sie aber. Und das ist super gut, ne? Gut, Facebook, Twitter etc., also diese ganzen sozialen Netze, hätte man meine Behauptung 1965 nicht vorhersagen können. Einfach weil, das ist was völlig anderes. Das ist nicht nur einfach eine Technikentwicklung, sondern die da passiert ist. Sondern mit der sich entwickelnden Technik haben sich Dinge entwickelt, die wir mit der Technik machen, die einfach nicht vorhersehbar sind, weil, weiß nicht, sind sie halt nicht. Ich wüsste jedenfalls nicht, wie man es könnte. Lesen Sie einfach Zukunftsromane aus den 60er Jahren, da werden Sie nirgendwo Wikipedia, GPS oder das Internet lesen. Da lesen Sie von fliegenden Autos. Ja, okay. Also eine triviale Extrapolation von damals schon verfügbarer Technik. Das ist das, was uns immer einfällt. Aber etwas völlig Neues, was einfach überhaupt nicht mal in Wurzeln da ist, da sind wir ganz schlecht offenbar drin, das vorherzusagen. So, deshalb meine Antwort, wo stehen wir in 50 Jahren, weiß ich nicht. Und ich schäme mich nicht, dass ich nicht weiß, weil sowas können wir nicht wissen. Da sind wir einfach nicht drauf geeicht, wenn wir eine so rapide sich entwickelnde Technologie haben. Also ich weiß nicht, wo die KI hinläuft, um es ganz klar zu sagen. Und zwar aus diesem Grund, den ich Ihnen hier sage. Ne? Ich weiß nur, dass KI und Robotiktechnologie in vielen Geräten, Funktionen, Prozessen, Automation, Effizienz und Zuverlässigkeit erhöht. Ja, das ist okay, das glaube ich, deshalb mache ich das. Und niemand kann wissen, was bis 2070 draus wird. So, und als Abschlussfolie möchte ich Ihnen noch ich gebe einen Buchtipp. Und zwar, es gibt von dem Herrn Nida Rümelin und einer Kollegin, die ist übrigens Filmwissenschaftlerin, die Frau Weidenfeld, ein, wie ich finde, ganz schönes Buch namens Digitaler Humanismus, Ende letzten Jahres erschienen. Und da ist so ein bisschen, also eine sehr kurze Zusammenfassung, sinnvoller als die Frage, wo die KI hinführt, ist die Frage, wo wollen wir, dass KI und Digitalisierung hinführt? So, und wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, haben wir aber nicht, dann könnte man darüber jetzt noch ganz lange diskutieren, was wir denn eigentlich wollen, dass das technisch machbar sein soll. Und ich glaube, die Frage ist nicht interessant, was glauben wir denn, dass technisch machbar ist, sondern in dem Zustand, den wir jetzt haben, wo also viele Dinge einfach schon ganz gut funktionieren, ist inzwischen viel, viel, viel wichtiger die Frage, wo wollen wir als Gesellschaft oder auch als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, wo wollen wir, dass KI und Digitalisierung uns hinführen gesellschaftlich? Und die Frage wird dort behandelt. Und im Übrigen, das Verständnis von starker und schwacher KI in diesem Buch ist falsch. Das sage ich Ihnen gleich. Okay, aber der Rest ist gut. Und jetzt vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Herzberg. Auch hier wieder gibt's Fragen aus dem Publikum. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, um zu diskutieren, Fragen zu stellen oder Ähnliches. Ich bitte um Meldungen. Das ist jetzt eher eine technische Frage und bezieht sich irgendwo auch auf das Beispiel, das wir vorhin gesehen haben. Da wurde ja gesagt, dass das neuronale Netz, was wir da aufgebaut hatten, nicht erkennen kann, welche Kombinationen alle möglich sind, um die zu erkennen, ob jetzt zwei in einer Reihe singen. Wie stellt man denn fest, wie viele Netze oder wie viele Schichten und wie viele Neuronen ich denn für sowas brauche? Also erstmal, man kann neuronale Netze bauen und mit Backpropagation trainieren, die dieses Problem lösen. Das kann man ganz klar sagen. Das geht. Und der zweite Teil der Frage, woher weiß ich denn, wie viele Schichten und wie viele Neuronen ich brauche? Erfahrung. Magic. Es ist wirklich so. Also und zwar insbesondere je topologisch komplexer die Netze werden, also gerade wenn Sie diese gefalteten neuronalen Netze haben, wo Sie dann so Bottlenecks zwischendrin haben, die dann wieder aufgehen und so weiter, der Aufbau und die Parametrierung dieser Netze ist zu ganz großen Teilen Erfahrungssache. Da müssen Sie einfach sich mal ein bisschen damit beschäftigt haben, dann kriegen Sie ein Gefühl dafür. Und dann haben Sie immer noch keine Garantie, dass das, was Sie da machen, richtig ist, wenn Sie gerade ein neues Netz bauen. Und wenn Ihr Netz, das jetzt aus Ihren Trainingsdaten das nicht vernünftig lernt, also irgendwie untergeneralisiert, übergeneralisiert, was auch immer, dann zu wissen, woran liegt denn das jetzt? Habe ich die falschen Trainingsdaten genommen oder habe ich die falsche Netztopologie oder habe ich die falsche Parametrierung meines Netzes mit der gegebenen Topologie? Das ist in der Tat Erfahrungssache. Also an der Stelle ist es, da endet hier gerade noch die Wissenschaft. Da fängt wirklich der
die Ingenieurskunst an, sagen wir mal. Gibt es da denn Ansätze, die dann zum Beispiel von sich aus sagen, okay, ich komme jetzt nicht auf die gewünschten Ergebnisse und ich vergrößere jetzt irgendwie die Anzahl meiner Neuronen oder sowas? Also dass das algorithmisch irgendwo, sagen wir, zumindest hilft? Oder nein, auch nicht wirklich? Nicht wirklich. Also es gibt natürlich Verfahren, wie ich das systematisch einfach die Trainingsparameter hochziehe, variiere und so weiter. Das ist jetzt nicht so, dass man völlig im Nebel rumstarrt. Es gibt schon Prinzipien, wie man da dran geht. Das ist richtig. Aber jetzt automatisch, dass das Netz sagt, hey, ich habe es nicht gelernt, aber ich sage dir, gib mir einfach eine Schicht mehr, sowas gibt's nicht. Okay, alles klar, Dankeschön. Auch gleich anschließend eine fachliche Frage, und zwar gibt es eigentlich auch schon Ansätze, weil Sie ja auch von diesen Fachidioten gesprochen haben, diesen konkreten Modellen, die ein Problem lösen, gibt es eigentlich auch schon Ansätze, wo man halt ein bisschen abstrahiert, wo man halt Modelle antrainiert, die lernen, andere Modelle zu verwenden, um halt komplexere Sachen zu... Also sagen wir so, es gibt auf jeden Fall, dass ich für einen Klassifikator genau eine einzige Objektklasse lerne. Das ist sozusagen der Basisfall, und dann, jetzt kann ich natürlich anfangen, dann zu kombinieren, ne? Das ist völlig klar. Und dann kann ich anfangen, zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr viele Klassifikatoren habe für Katzen, Hunde, Mäuse etc., also irgendwie so die Säugetierpopulation, die wir hier so haben in Wohnungen, dann kann ich natürlich anfangen, also kann ich erstmal die alle lokal klassifizieren, dann kann ich anfangen, die Dinger zu kombinieren. Und zum Beispiel kann ich auch noch außerhalb des einzelnen Klassifikators zum Beispiel sowas wie Erwartungen generieren. Also in der Nähe des Hundekörbchens, das Tier wird wahrscheinlich der Hund sein. Wenn es die Katze ist, gibt es gleich Stress. So, also das heißt, wenn Sie den einzelnen Klassifikator jetzt mal einfach als einen Baustein nehmen, den Sie dann in einem größeren System wieder zusammenbauen mit anderen Sachen, da können Sie natürlich mehr machen. Das ist völlig richtig. Das heißt, insofern haben Sie völlig recht mit der Frage. Wir sind schon ein bisschen weiter. In die Richtung wird sich's entwickeln, ne? Die Forschung ist ganz klar auch genau an diesen Fragen dran. Also auch zum Beispiel so etwas wie, bin ich vorhin ein bisschen schnell rübergegangen, explainable learning. Also wenn Sie Ihr neuronales Netz haben und dann fragen Sie das Netz, ja, warum bist du jetzt der Meinung, das wäre eine gerade Linie gewesen? Was soll es antworten? Es kann nur sagen, ja, hier, das waren deine Trainingsbeispiele, waren deine Ausgangsgewichte und das ist mein deterministischer Algorithmus, um das zu trainieren. Und deshalb bin ich der Meinung, das ist jetzt eine Linie. Okay, das war jetzt aber nicht die Antwort, die wir hören wollten, ne? Sondern irgendwie auf einer höheren begrifflichen, semantischen Ebene oder so. Genau so etwas wird schon seit längerem, aber jetzt auch verstärkt, kommt in der Forschung, dass man eben versucht, zum Beispiel über diese tiefen neuronalen Netze, dass man so Zwischenrepräsentationen versucht, sich entwickeln zu lassen, die man dann eben auch mit menschlichen Kategorien irgendwie interpretieren kann. Und dann wären wir da schon weiter. Ne? Interessant, ja. Und noch eine andere Bemerkung, weil ich finde das auch absolut richtig, dass man diese Utopien der starken KI wirklich relativiert. Aber ich denke, was sicherlich immer kritisch zu betrachten sein sollte, ist, dass halt so eine Industrialisierung durch die KI schon auch starke Umwälzung für die Gesellschaft bedeuten werden wird. Und das hat man ja in Anfängen des 20. Jahrhunderts gesehen, dass das dann schnell zu Kriegen auch führt dann, ne? Und also dass dann daher eher die Gefahr besteht, statt, also wir nicht von Maschinen umgebracht werden, sondern wir uns gegen. Wir machen das schon selbst. Ich bin da auch wirklich der Meinung. Ich meine, ein Punkt, das hätte ich auch auf irgendeiner der übersprungenen Folien gehabt, also Möglichkeiten der Entwicklung von KI. Was natürlich ganz klar gemacht wird, sind KI-Systeme eben in autonomen Fahren, in Landmaschinen, und ich weiß nicht was, und natürlich auch in Waffensystemen. So. Und an der Stelle gibt es ja schon seit mehreren Jahren, also 2015 war das, glaube ich, ist das so richtig hochgekommen, so aus der Wissenschaftscommunity eben den Versuch, die UN dazu zu bringen, ein Moratorium für autonome Waffensysteme, bitteschön, auf UN-Ebene zu erstellen. Da gibt es auch irgendeinen, weiß ich nicht, wie das da heißt, Arbeitskreis oder was, der regelmäßig tagt. Bei der UN dauert alles immer ein bisschen länger, das ist halt so, es gibt sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die genau diesen Punkt auch sehen würden, also erstmal, klar, es gibt gesellschaftliche Umwälzungen, das einfach dadurch, also dass sich die Arbeit verändert. Genau, Leute verlieren ihre Jobs gehen dann auf die Straße und rebellieren und so, das ist auf einer anderen Ebene, okay, ja, genau. Das die andere Ebene. Passiert nicht natürlich auch. Die andere Ebene, ja. Da würde ich, also vor, ja.
Ja, die ist wichtig, die ist auch näherliegender, als dass wir uns jetzt irgendwie mit autonomen Waffensystemen hier alle gegenseitig umbringen auf der Welt oder umbringen lassen von den autonomen Systemen. An der Stelle bin ich ein bisschen, also die Diskussionen, die da zurzeit laufen und die richtig und wichtig sind und auch völlig nachvollziehbar übrigens, ne? Da bin ich aber ein bisschen, wie soll ich sagen, gespannt dadurch, dass ich mich noch erinnern kann an die Diskussion, als die dritte industrielle Revolution kam, also der Einsatz von Automationstechnik in den Fabriken, also die heutigen Industrieroboter, wie wir das kennen, da kamen exakt dieselben Fragen. Hey, Moment hier, macht ihr blöden Ingenieure jetzt hier nicht gerade den gesamten Arbeitsmärkte kaputt und das ist doch unglaublich und werden alle entlassen und wir, na so, es stellt sich jetzt heraus, 20, 30 Jahre später, die Länder, die wie Deutschland genau da rein massiv investiert haben und die haben auf einmal eine super hohe Auslastung mit Arbeit, sind unermesslich reich geworden. Okay, jetzt kann man, jetzt sind hier sicherlich Volkswirtinnen und Wirte unter uns, die sagen, okay, da das irgendwo auf dem Globus verschiebt sich das dann vielleicht hin. Okay, vielleicht leben wir dann mit unserer hohen Automation auf Kosten von anderen Volkswirtschaften. Das kann gut sein. Aber jedenfalls die Diskussion ist komplexer und sie scheint mir sehr ähnlich zu sein zu dieser dritten industriellen Revolutionsdiskussion, die wir damals gehabt haben. Und wir sollten zumindest nicht dieselben Fehler wieder machen. Also wenn wir, ich glaube da wirklich fest daran, an das, was da passiert ist, wenn wir hier auf der einen Seite eben Arbeitsplätze, gewisse Arbeitsplätze wegfallen, es entstehen andere. Die haben andere Qualifikationen, ja, okay. Die haben andere Voraussetzungen, okay, alles richtig. Also es sind nicht dieselben, aber es entstehen andere. So, und wo die Summe am Ende landet, das weiß ich wieder nicht. Alles klar, vielen Dank. Da vorne. Also zu dem, was Sie gerade angesprochen haben, Herr Zweig, ist natürlich diese Überlegung, hat man anschließend noch so viele Konsumenten, um den Zuwachs an Produktion, der vielleicht mit künstlicher Intelligenz erreicht wird, unterzubringen auf der Welt. Da gibt es ja eben diese Überlegung, bei der dritten klappt es noch, aber klappt es auch bei der vierten? Ja. Das ist so die eine Sache. Dazu nur, aber ich hatte noch an Ihr Buch gedacht, was Sie da eben vorgestellt haben. Bei dem Buch, was Sie vorhin vorgestellt haben, das ist die eine Seite. Was wollen wir denn eigentlich erreichen? Auf der einen Seite, anderen Seite scheint es aber auch einen internationalen Wettbewerb zu geben. Wenn ich sehe, wie die Chinesen das preschen, die Amerikaner vielleicht schon Sorgen haben, die Chinesen haben viel mehr Daten und können damit also diese datengestützten Sachen machen. Welche Chance haben wir in Deutschland überhaupt? Das heißt, wie ist es mit dem internationalen Wettbewerb und kann da jemand einen derartigen Vorteil erreichen, indem er diese Verfahren schneller entwickelt, dass sich dadurch die Gewichte auf der Welt total verändern? Ja. Ich glaube, das sehen wir gerade, dass dieser Vorteil in Ländern kommt, die zum einen schneller in der Entwicklung sind und die zum anderen, entweder mehr Daten haben oder unbekümmerter im Umgang mit den Daten sind. Das, so würde ich das mal in China bezeichnen. Und das können wir auch nicht durch irgendwelche freundlichen nationalen Initiativen aufhalten, weil es eben einfach ein globaler Trend ist, was übrigens nichts dagegen spricht, trotzdem diese Punkte sich zu überlegen, zu diskutieren, zu sehen, was man selber für einen Stand dabei hat. Wir haben hier in Europa, genauso wie wir eben in der Entwicklung von Internetsoftware und so weiter, sehr, naja, das haben wir was verpasst, sage ich jetzt mal, was insbesondere in den USA gelaufen ist. Da haben wir natürlich auch beim Sammeln von größeren Datenmengen genauso was verpasst. Weil ich meine, die großen Datensammler sitzen in den USA und in China. So, das ist so zurzeit. Die erste Runde ist verloren. Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Ne? Man könnte ja versuchen, darüber nachzudenken, ob wir es für andere Daten, also zum Beispiel solche kommunalen Daten, Geodaten, da gibt es ja auch Leute, die kennen das besser als ich, ob man es da nicht versuchen könnte, dann da wenigstens besser zu machen. Ne? Um auch noch auf den Punkt, der klang jetzt auch ein bisschen eben an bei mir, bei Ihnen, sind die anderen Länder irgendwie schneller in der KI-Entwicklung? Den Punkt glaube ich jetzt nicht. Also ich glaube, dass wir wissenschaftlich sind wir, glaube ich, hier in Europa, ganz generell, nicht nur Deutschland, sondern Europa, sind wir ganz klar auf Augenhöhe mit dem Rest der Welt, was also die wissenschaftliche, technische Kompetenz angeht, die man braucht, für diese KI-Systeme zu bauen. Wir sind schlechter im Datensammeln, schlechter gewesen in der Vergangenheit. Das heißt, wir haben diese riesengroßen Datenkorpora, haben wir hier nicht in Europa überwiegend. Und wir sind schlechter im Umsetzen von wissenschaftlich
fruchtbaren und dann auch von Wissenschaft in Anwendungen und Technik überspielbaren Ideen in Firmen und in Produkte. Das klappt einfach in den USA unglaublich gut und inzwischen auch in China unter deren Randbedingungen, also eine sehr stark gelenkte Volkswirtschaft. Okay, das ist in der Vergangenheit so gewesen. Also der Flaschenhals ist nicht die wissenschaftlich-technische Kompetenz, die wir hier haben, sondern eher die Verwertung dann von Dingen, die funktionieren damit. Auch ein Punkt, über den wir sicherlich immer wieder mal nachdenken müssen. Der ist jetzt nicht völlig neu, das hatten wir schon vor Jahren immer so, aber er kommt jetzt hier gerade mal raus, wo jetzt also ein neues oder ein weiteres Technikgebiet mal so richtig abhebt. Ne? Ja, vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Ich meine, manchmal beschreibt man ja die technische Entwicklung auch parallel, das heißt, es ist ein höheres Niveau, aber die anderen nähern sich diesem Niveau auch an. Ja. Und dann wird die künstliche Intelligenz häufig beschrieben, es sei ein exponentielles Wachstum. Ein exponentieller Zuwachs, das kann natürlich einen viel größeren Vorteil, den man auch kaum noch nacharbeiten kann. Ja, genau. Also für die hinten haben es vielleicht nicht verstanden akustisch. Also die Frage war, wenn es technische Entwicklungen gibt, die so ein exponentielles Wachstum zeigen an Fortschritt ihrer eigenen Technik und man hat da den Anfang verschlafen, sage ich jetzt mal, ist es dann nicht praktisch unaufholbar eben wegen dieses exponentiellen Wachstums? Ja, wenn Sie die Beschreibung richtig machen, dann haben Sie auf jeden Fall recht. Ich weiß nicht, ob das in der KI tatsächlich so ist. Also ich bin immer so, ich verstehe immer nicht so. Ich habe das Gefühl, ich verstehe mal nicht so ganz genau, was genau gemeint ist mit exponentiellem Wachstum. Ich glaube nämlich auch in anderen Feldern, ja, also ich weiß nicht, ob die Beschreibung zutrifft. Lassen wir es mal dabei. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ja, dort. Ja, Sie hatten ausgeführt, dass in der Medizindiagnostik die Auswertung der digitalen Bildgebung sehr gut funktioniert. Mhm. Nun gibt es aber ja das Problem der falsch positiven Befunde. Mhm. Das heißt, da wird irgendeine Verschattung oder eine Aufhellung gefunden und der Computer würde jetzt sagen, das ist ein pathologischer Befund. Ja. Es stellt sich aber eben zum Glück als harmloser Zufallsbefund raus. Ja. Ist es möglich, da rückwärts sozusagen dem Computer einen aus unserer Erfahrung ein Lernen zu ermöglichen oder fängt er immer wieder von vorne an? Ja, ich meine, wenn ich gerade solche lernenden Systeme habe, dann gibt es eben die Systeme, die lernen dadurch, dass ich ihnen den ganzen Satz an Daten auf einmal reinkippe und dann lernen sie daraus und dann sind wir fertig. Ja, und es gibt aber eben auch so ein inkrementelles Lernen, also dass ich eben da Daten nachschieben kann und eben nachjustieren. So, und das wäre genau so ein Fall, wo man mit inkrementellen Verfahren in der Lage sein könnte, zu sagen, okay, hier hast du einfach einen Fehler gemacht und wenn ich das überwacht eingeben soll, hast du, genau wie wir das vorhin bei dem Beispiel mit dem A Cappella Quartett gesehen haben, ja, das danke für die Ausgabe, war aber falsch, dann kann ich eben diese Information, dass das jetzt falsch war unter dem gegebenen Input, kann ich wieder zurückspielen und dann, wenn ich ein neuronales Netz verwende, meine Settings da von den Parametern ändern. Das heißt, das ist auf jeden Fall denkbar. Aber Ihre Frage spricht so implizit noch einen anderen Punkt an. Also diese Diagnostiksysteme und ja, also nehmen wir die als Beispiel weiterhin, die sind angeblich, ich bin kein Mediziner, sehr, sehr gut. So, und jetzt kriege ich da als, weiß ich nicht was, Oberarzt in irgendeiner mittelgroßen Klinik auf dem Lande, kriege ich von diesem System eine Aussage, ich glaube hier bei diesem Fleck handelt es sich um was Pathologisches. Und ich bin aber der Meinung, glaube ich eigentlich nicht, weil vielleicht der Patient eigentlich gar nicht so aussieht, als ob er das da jetzt hätte. So, traue ich mich, da was gegen zu sagen? Traue ich mich zu sagen, nee, liebes System, du bist zwar super clever, aber ich weiß es besser. Und ich sage nein. So, und traue ich mich unter Berücksichtigung aller Juristen, Versicherungen und so weiter, die in diesem Lande unterwegs sind, um Fehlentscheidungen im Zweifelsfall zu sanktionieren? So, also der Umgang mit solchen Empfehlungen, um es mal, es ist ja so gemeint, es ist tatsächlich sogar wahrscheinlich als eine freundliche Empfehlung des Systems gemeint. Hier, guck dir das mal an, das könnte irgendwas sein. Ja? Der Umgang mit solchen Empfehlungen und zu sagen, ja, du empfiehlst mir das zwar, aber ich glaube, da hast du dich geirrt. Ich glaube, da müssen wir noch was lernen. Und das ist ein hartes Stück Brot und es ist völlig untechnisch. Ja.
Ja, jetzt kommen wir eigentlich zu den interessanten Fragen, auch mit der den ethischen Fragen und so weiter. Ich möchte aber jetzt, ich habe zwei Fragen. Die erste ist mir ein bisschen unangenehm, ehrlich gesagt. Die lautet nämlich, ob ich noch kurz eine Nachbemerkung zu meinem eigenen Vortrag vorhin machen darf. Weil müssen Sie die da fragen. Ja, ist das okay? Ich bin zum Schluss, ging es einfach ein bisschen sehr holter die Polter. Ich bin sehr durcheinander gekommen, auch weil ich das Programm, an dem habe ich vorhin noch im Zug, habe ich da noch dran gebastelt und habe es fast auch selber das erste Mal ausprobiert und wusste dann gar nicht mehr, was ich eigentlich sagen will und habe einiges nicht ganz richtig gesagt und vor allem einige wichtige Sachen vergessen. Ich möchte jetzt bloß eine Sache noch anfügen, eigentlich, was eigentlich ein zentraler Punkt meiner Erklärung sein sollte. Also jetzt nochmal ganz zurück zu den Basics, zu diesem ganz simplen neuronalen Netz, oder vielleicht könnte man es neuronalesk bezeichnen, um ein bisschen anzudeuten, dass das alles nicht so neuronartig ist. Der zentrale Punkt, was ich eigentlich erklären wollte, war, dass das Wissen eines solchen Netzes darin besteht, in der Einstellung der Regler in diesem Fall oder der Gewichte. Das heißt, das Netz ist nur so viel wert oder kann nur so viel, wie diese Einstellungen hergibt. Es gibt mehr verschiedene Einstellungen, selbst für so ein kleines Netz, als es Atome im Universum gibt. Und der größte Teil davon ist Mist, aber eine ganz bestimmte Einstellung von Reglern oder Gewichten, vielleicht auch mehrere bestimmte Einstellungen, repräsentieren genau dieses Netz, das wir haben wollen. Und wenn die so eingestellt sind, dann kommt die richtige Antwort, wenn ein Strich angezeigt wird. Eine andere Einstellung von Reglern könnte beim selben Netz dafür sorgen, dass es plötzlich Katzen erkennt, wobei ich nicht weiß, wie das mit dem Chor funktionieren sollte, vielleicht wenn alle Miau singen oder so, aber es ist so, dass ein solches neuronales Netz, das Wissen wird repräsentiert durch die Gewichte oder die Regler, und ein und dasselbe Netz kann im Prinzip verschiedene Dinge machen, kann auf verschiedene Dinge trainiert werden, so muss man sagen. So, das wollte ich gerne noch loswerden und noch einiges, und aber das lassen wir jetzt. Ich habe noch eine Frage. Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage mit den Arbeitsplätzen und mit der dritten industriellen Revolution, weil dieses Gegenargument hört man natürlich oft so, dass gesagt wird, ja, früher haben die Leute auch gesagt, wenn die automatische Fertigung kommt, wären ganz viele arbeitslos, aber schaut euch an, dafür sind ganz viele andere Arbeitsplätze entstanden. Und ich hoffe sehr, dass das diesmal auch so ist. Ich kann mir bloß beim besten Willen nicht vorstellen, was das für Arbeitsplätze sein sollen. Also gerade nach der dritten industriellen Revolution wurden ja auch sehr viele Arbeitsplätze geschaffen, die halt höhere Qualifikationen erfordert haben, die darum auch irgendwie einen großen Wohlstandsgewinn gebracht haben und eine Verbreiterung der Mittelschicht. Und jetzt ist es aber so, dass die Fortschritte der KI ja auch anfangen, diese Arbeitsplätze wegzunehmen, oder es absehbar ist, dass das soweit sein wird, dass auch viele kreative und geistige Berufe ersetzt werden können. Und man liest oft sowas wie, ja, aber wenn wir das haben, dann braucht man mehr Spiele-Designer oder sonst was, aber man kann natürlich nicht Millionen Spiele-Designer brauchen, zumal da die KIs auch Fortschritte machen und das unterstützen. Ich weiß also, wahrscheinlich wird irgendwas bei rauskommen, hoffentlich Arbeitsplätze, von denen wir jetzt noch gar nicht zu träumen wagen, aber vielleicht haben Sie ja eine Idee, in welche Richtung das gehen könnte, wo Millionen von Arbeitsplätzen herkommen sollten oder also, in welche Richtung das gehen könnte. Ja, erst also auf die Frage direkt geantwortet. Ich habe keine wirklich gute Idee, um es ganz klar zu sagen. Ein Punkt, den wir noch vielleicht dazu packen sollten, wäre, ich meine, es klang vorhin schon an, Erhöhung von Produktivität, die wir haben. Ich glaube, das ist etwas, was wir brauchen werden in alternden Gesellschaften. Wir haben diese zwei parallelen Diskussionen irgendwie sehr, die mich immer etwas irritieren. Auf der einen Seite wird gesagt, ja, uns gehen die ganzen Arbeitsplätze verloren. Auf der anderen Seite wird gesagt, hey, wir haben zu wenig Leute, die noch arbeiten können, einfach wegen demografischem Wandel und der Notwendigkeit, dass weniger Arbeitende mehr ältere Menschen finanzieren müssen. Also im Moment. Könnte das vielleicht zusammenpassen, mindestens in Teilen. Das heißt also, vielleicht ist ein Zuwachs an Produktivität und ein Wegfall, um es ganz klar zu sagen, von Arbeitsplätzen, vielleicht ist das etwas, was eben im Sinne dieses demografischen Wandels gar nicht so eine schlechte Entwicklung ist. So, und im Übrigen die natürlich in Grenzen, völlig klar. Ansonsten die Frage, was für neue Arbeitsplätze gibt es? Ich muss sagen, ich weiß es nicht. Ich bin selber gespannt.
Der große Traum wäre natürlich auch, dass wir alle einfach weniger arbeiten müssen und uns den Produktionszuwachs, den Produktivitätszuwachs teilen, aber die Bedingungen sind nicht so wirklich in diesem wirtschaftlichen System. Ich, das hatten wir früher auch mal gedacht, aber ich glaube, das hat bisher nicht funktioniert. Danke. Ich würde jetzt noch zwei kurze Fragen zulassen. Und dann kommen wir auch langsam zum Ende. So, also er hatte, glaube ich, eher... Es war eigentlich keine Frage, sondern Point of Information. Ich habe neulich einen Bericht von einem japanischen, relativ erfolgreichen Autohersteller gelesen, wo die in den Fabriken wieder mehr Handgriffe per Hand durchführen lassen, weil da viel schneller Fehler in der Produktion erkannt werden, als wenn man das einfach nur Roboter machen lässt. Und da irgendwie die Symbiose ganz neu gedacht wird zwischen Mensch und Maschine, dass die Menschen die Maschinen wieder anlernen. Ja, also das ist korrekt, so Sachen kenne ich auch. Also das insbesondere in der Fertigung, dieses Thema Mensch-Roboter-Kollaboration, also Zusammenarbeit, das kommt sehr stark und läuft daraus hinaus, dass die einzelnen Werker, die noch übrig bleiben, sage ich jetzt mal, dass die eben deutlich produktiver werden, aber sie arbeiten eben physisch gemeinsam im selben Arbeitsraum zur selben Zeit mit Robotern zusammen. Und dadurch, also um das zu machen, muss man in der Tat die Arbeit völlig neu zuschneiden, wenn man das konsequent zu Ende denkt. Das wäre also in der Tat eine ganz andere Entwicklung, also eben auch nicht einfach nur, es fallen Arbeitsplätze weg, ja oder nein, sondern eine Veränderung der übrig bleibenden Arbeitsplätze durch eine völlig andere Arbeit. Und dann kann man so Themen Humanisierung der Arbeitswelt, also es ist die Roboter, die schweren Teile heben oder anhalten oder sowas, was heutzutage Menschen machen zum Teil. Da kann man eine Menge sich erträumen. Ich glaube auch, das verfolgt auch die deutsche Industrie durchaus mit sehr viel Interesse und auch mit Forschungsmitteln und so weiter. Also das ist auch hier für Deutschland ein absolut salientes Thema in der Industrie. Aber es ist noch ein bisschen Zukunftsmusik und hängt an ganz vielen Punkten, weil nämlich, also zurzeit ist es einfach faktisch verboten, einen hinreichend kräftigen und großen Roboter im selben Arbeitsraum wie einen Menschen zu betreiben, weil der Roboter, wenn er einfach mal so zack macht, ne, und da hat der Mensch seinen Kopf dazwischen, also einfach mal so einen Steuerungsfehler, ne, das darf nicht passieren. Und um das sicherzustellen, da haben wir Arbeitsschutzgeschichten, die wir noch irgendwie klären müssen, und wo eben die Steuerungen hinreichend sicher sein müssen, dass das nicht passiert. Und da gibt es noch eine Menge technische Arbeit, aber in die Richtung geht es auch hierzulande. Ja, vielleicht könnte man zu den neuen Arbeitsmethoden oder den Arbeitsmöglichkeiten einen kleinen Beitrag dazu beisteuern. Wir sind ja mitten dabei, dort neue, sagen wir, Versuche zu starten oder neue Versuchsfelder eben dann durchzuprobieren, nämlich in der Frage der ehrenamtlichen Tätigkeit. Also wenn es etwa eine Art bedingungsloses Grundeinkommen gibt, bezahlt etwa durch die zuwachsende oder durch zunehmende Produktivität der Roboter, dann könnte das durch etwa erhöhte Steuern oder wie auch immer dann sozialisiert werden, ruhig mal so. Und dann würde man damit dann Bereiche gewinnen oder Tätigkeiten gewinnen, die eben heute von der ehrenamtlichen Tätigkeit abgedeckt werden, die keine bezahlte Arbeit ist, weil sie nicht produktiv ist, weil sie kein Unternehmen sich damit sozusagen belasten will. Aber wir sehen ja, es gibt überhaupt Schulunterricht zur Ergänzung zu den Schulen, die Förderung von Kindern, wie auch immer. Also es gibt die Grünanlagen zu pflegen und wie auch immer. Also es gibt so viel zu tun im Grunde, auch was Entwicklungshilfe angeht und so weiter, wenn das in irgendeiner Weise anders bezahlt würde. Ich glaube, die Arbeit reißt nicht ab. Oder? Darauf antworte ich nicht. Danke für die Bemerkung. Ich stimme Ihnen völlig zu. Sehr guter Einwand. Da möchte ich auch einmal anschließen. Wie gesagt, wir sind auch alle ehrenamtlich hier und haben diesen Vortrag für Sie kostenlos organisiert. Wie gesagt, wir haben draußen noch ein Spendenschweinchen stehen. Wenn euch unsere Arbeit gefällt, unterstützt uns gerne.
Und wer gerne über solche Sachen diskutiert, sei es jetzt aus einer ethischen Perspektive, einer wirtschaftlichen Perspektive oder einer technischen Perspektive, ist herzlich bei uns willkommen. Wir haben immer sehr breite Themenspektren, die bei uns in der Gruppe diskutiert werden. Die nächsten Termine werden jetzt Anfang Februar auf unserer Website chaostreff-osnabrück.de kommen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim Rausgehen die Flaschen noch kurz mit rausnehmen könntet und einmal an der Theke abgeben würdet. Und ja, vielen Dank fürs Kommen.